Vor diesem Auto solltet ihr euch in Acht nehmen, denn das ist JPs alter Nissan GT-R R34. Von außen leicht modifiziert und komplett schwarz und unter der Haube gibt es einen RB26 Motor mit 1000 PS und einem Single Turbo. Das bedeutet aber auch, dass das Auto ein ziemlich großes Turboloch hat und um das zu umgehen, muss man mit einem Flatshift fahren. Und wenn die kompletten 1000 PS reinknallen, dann fühlt sich das so an. What the?